Herzlich willkommen zurück. Ich habe zwar in einem meiner letzten Videos gesagt, ich würde das mit dem Diablo 3 Let's Play sein lassen, aber ich habe mal mit einem Kumpel drüber gesprochen und auch meine Klickzahlen angeschaut. Ich muss sagen, dass das eins, ja, das ist das Format, das bis jetzt am besten geklickt wurde von meinen, die ich angefangen habe. Deswegen werde ich zumindest mal die Geschichte durchspielen, denke ich. Und mal schauen, wie weit mich das bringt. Zumal es auch ein relativ entspanntes Format für mich ist. Ich muss nicht ganz so viel reden, dadurch, dass die Geschichte relativ erzählintensiv ist. Na ja, gut, ich könnte vielleicht wirklich mal mir angewöhnen, irgendwie das rauszuschneiden, wenn ich mich da bloß durch irgendwelche Monsterhorden schnetzle. Aber das werde ich mal sehen. Das ist, ja, es ist einfach mehr Aufwand, als wenn ich es jetzt so mache. Okay, schnell auf die Uhr gucken, damit ich weiß, wie lange ungefähr die Folge wird. So, was benutzen die Wegpunkte? Neue Tristram, okay. Garten der Kathedrale zurückkehren. Betreten Sie Leoric's Korridor. Ah, okay, stimmt, hier war ich. Heimsuchung. Okay. Ah, und ich hatte diese komischen Kröten. Ne, die Kröten will ich nicht mehr. Mein Giftpfeil, bleibe ich da. Halte ich für sinnvoll. Gerade Ebene 2. Da oben steht ein Gold, ne? Au. Stirb. Jawohl. Opfer. Betäubende Feuer. Die Gegner, okay, verlangsamen. Das hört sich gut an. Geistige Einstimmung. Erhöhen maximal Mana um 10% pro Sekunde. Okay, das ist nicht so wahnsinnig. Hä? Ist doof? Ah. Bannt eure Zombiehunde, sodass sie explodieren und allen Gegnern. Okay. Glaub nicht, dass ich das benutzen will. Dieses lass meine Zombiehunde explodieren Ding. Wow, da wäre ich fast gestorben. Au. Ich brauche die Heilung. Wir spielen nur Hardcore. Oh, und wieder Schreibpult. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Hat wohl nie so funktioniert. Ich
Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Haltet euren Zauber aufrecht! Bald ist unser Werk erfolgt. Ave Magistros! Ave Rick! Ich bin frei! Nun, zurück zu meiner Mission. Wer seid ihr? Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden, und ich werde euch reich belohnen. Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich komme, um mich dem Skelettkönig zu stellen. Ich ebenso. Die Kultisten haben mich an dieser glühenden Grube vorbeigezerrt. Wie ist sie entstanden? Ich möchte das auch wissen. Hier entlang. Da sind meine Waffen. Ja! Auf geht's. Er ist frei! Er darf sich nicht bewaffnen! Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ihr habt recht. Ah, jetzt darf ich ihm noch gar keine Ausrüstung geben. Das dauert es noch, bis er sich mir wirklich anschließt. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Sehr gut. Ich war schon Ewigkeit nicht mehr hier, meine Güte. Das ist fast Nostalgie. Vor 2 Jahren oder sowas war ich das erste Mal, wo ich hier durchgelaufen bin. Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie konntet ihr diesen Zirkel erliegen? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Au. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Kann nicht vergeben werden. Okay. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Okay. Verstanden. Wohlan denn, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht. Mögen die Schlachten nie aufhören. So, jetzt darf ich ihm Ausrüstung geben. Heilt euch verspottet. Ich glaube, heilen finde ich besser. Und gehen oder irgendwie angegriffen werden. Verlangsamung oder generelle Lebenregeneration. Ich glaube, generelle Lebengeneration will ich da. So, achso. 7,2. Wenn ihr kämpft. Angst ist ein Teil des Lebens. Wer lebt, der fürchtet sich auch. 14, 18 ist so das Stärkste, was ich gerade habe. Weil das andere kann er eh nicht tragen, würde ich sagen. Daher. Kathedrale Ebene 4. Nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen und ich drohe, ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Lachte Hanna spielt noch eine Rolle später? Das überlege ich gerade.
Das Skelett kann ich, logisch. Aber Lachdana an sich. Königlichen Krypten, die habe ich schon gefunden. Woo, Level up. Neue aktive Fertigkeit: Zombieangriff. Ein Selbstmord und Zombie hat bei den Angegnern seiner Bahn Waffenstand das Giftstrahl zufügt. Aha. Uh-huh. Das ist ja interessant. Natürlich würde ich erstmal sagen, das war's für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis bald.